doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi, meine Damen und Herren. Ich bin Niklas Wilson Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert. Und vergisst nicht, trinkt B12, Baby. Herzlich willkommen. So, lass uns mal rein, Mabea. Mabea, Baby! So ein Vlog aus Mabea. Wir machen nicht viel, aber einfach mal, um euch up to date zu halten. Ich filme mal ab und zu ein bisschen. Wie gesagt, das Wetter spielt uns nicht in die Karten. Wir haben vorher nicht geguckt, wie das Wetter ist, weil ich dachte, Spanien ist eh warm. Vor allem, weil auch Berlin zum Beispiel warm ist. Also es ist warm. Ja, hier, guck mich an. Aber Sonne scheint nicht und sowas. Und dann ist nicht diese Beach-Stimmung. Cool, Sommer-Stimmung. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vlog. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und Peace. So, ich mache euch mal ein paar Szenen von gestern rein, vom Abend. Mabea so teuer, geisteskrank. Maps zieht aber nur, wenn man feiern geht, ne? Also keine Ahnung, ich war jetzt auf Mabea. Also, ich sag so. Grundsätzlich geht es mir jetzt nicht um Mabea. Ich finde es immer einfach viel cooler, die Zeit mit den Jungs zu genießen. Das ist mir eigentlich immer der wichtigste Punkt. Mabea ist auch cool, aber ich finde es halt auch krass teuer, ne? Also es sind Kracherpreise. Kracherpreise, also das sollte man nicht unterschätzen. Und deswegen, also, boah, ist ein ordentliches Brett. Abend. Ich bin eine Partysau. Ich mache Montagsflow. Ich muss sagen, wir waren gestern im Club, waren davor essen. Im Voodoo wieder. Erstens sind da richtig viele Abonnenten gewesen, im Club auch. Alles sind immer bei ja wegen mir gefühlt. Gestern war echt crazy, muss ich sagen. Ich habe schon gestern angekündigt oder im letzten Vlog, dass ich das Ganze, alle, Mirage, die nicht tagsüber feiern gehen, weil das Wetter nicht mitspielt, gehen halt abends feiern und deswegen sind halt die Clubs gut. Es war einfach so ein Mittwoch und es war rappelvoll. Marlon Junior und Jordan sind gerade beim Friseur. Es ist 18 Uhr schon oder so. Ich chill hier noch so. Ja, wir können halt nichts machen so. Ab morgen ist wieder Sonne. Da werden wir in die heilige Stätte gehen. Und ich hoffe, dass auch alle darauf spekulieren und morgen hingehen. Und wie gesagt, heute passiert nicht viel. Digga, die ersten zwei Tage in Mabea waren auch cool, weil es war lustig. Aber das Wetter war das schlechteste Wetter, was ich jemals gesehen habe. Also es war so schlecht. Es hat geregnet, Bro. Die gehen laufen, ich nicht. Mir war letztes Mal nach dem Laufen, auch weil ich immer noch ein bisschen crank bin und sowas, habe ich richtig Kopfschmerzen, Fieber bekommen am Abend. Oder Richtung Fieber auf jeden Fall. Habe ich ein bisschen Schmerztabletten genommen, dann ging es wieder. Heute habe ich 12 Stunden geschlafen und seitdem geht es mir eigentlich gut. Auch heute, ich denke mal, wir gehen später essen und das war's. Also wir werden nicht viel machen. Deswegen gibt es auch nicht so viel zu vloggen. Ich habe keinen Bock auf Krampf, die ganze Zeit Kamera rauszuholen. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Gerade ist ein Zeh. Und ich gucke immer Fortnite. Ich habe ein Problem. Guckt euch das mal an. Mann, Digga. Digga, der fuckt mich immer beim Schlafen ab. Ich habe ihn, glaube ich, schon 8-mal geweckt. Die waren gerade joggen. Ich sage extra nicht wir. Wir bräuchten jetzt noch ein bisschen. Zwei Kontakt-Tees. Also ich war jeden Tag laufen. Jeden Tag. Jeden Tag immer am Worken. Mehmet, danke für 5 Monate, Bro. Also mittlerweile, wie spät ist es? Wie spät? 2020. Hey, wir sind gerade auf dem Donnerstag einfach rausgegangen. Und auf einmal ist hier ein ganz anderes Leben im Spiel, oder? Jo, nochmal. Wie man sieht, heute ganz leger gekleidet. Ja, hier ist jede Bar voll auf einmal. Und hier sind so die Älteren. Hier sind wir am Newscafé, das ist auch wieder am Boom. Das Ding ist voll, das Ding ist so eng und heiß da drin, dass alle rausgehen müssen, um Luft zu schnappen. Hier unten geht's auch ab. Ist ein guter Club für zwischendurch. Kann man machen. Hier ist nochmal so ein Ding. Wir sind alte Engländer, das ist die Sinatra Bar. Ganz am Anfang. Chivap, Chivrate Moi, danke, danke, danke für 5 Monate. Die Dinger waren die letzten Tage leer. Jetzt Richtung Wochenende, früh. Wir sind bis auch gewohnt hier. Gerade was festgenommen, wurde an der Wand. Ich also, wurde Digga! Oh mein Gott! Darüber haben wir gar nicht gesprochen, dass wir fast festgenommen wurden. Ey, hast du mich gehört, wo ich zu dir gesagt habe? Guck mal rauf. Hey. Guck mal, wie viele Leute, Chat. Soll ich euch erzählen, was da los war? Wie wir festgenommen wurden? Wir waren ja, wie ihr gesehen habt, wir waren einfach am Abend sind wir noch was snacken gegangen. Also jetzt nichts Besonderes, wir waren einfach ganz normal essen.
sind dann auf dem Heimweg gewesen, okay? Und wir fahren entlang und sehen auf einmal so überall Blaulicht. Also wir wollten da entlang. Und ich sag so, ey, was geht denn da ab? Dies, das, richtig viele Leute. Und wir standen da halt dann so, weil wir gedacht haben, okay, das löst sich vielleicht gleich auf. Aber Polizei war anscheinend doch nicht so locker. Und auf einmal sagt Sydney so, fahr. Also Junior legt den Rückwärtsgang ein, fährt zurück, dreht das Auto und wir stehen quasi quer. Auf einmal kommt eine Taschenlampe. Und diese Taschenlampe, ey, wisst ihr, wie intensiv die war? Also die war so stark. Und ich denke mir, tschüss, chill mal. Aus diesem einen Taschenlampenlicht wurde eine zweite, kam dazu. Auf einmal, batsch, zwei Taschenlampen. Ich sitze immer im Auto, so saß ich im Auto. Und plötzlich gucke ich so und sehe auf einmal, wie ein 10-Mann-Squad auf uns zurennt. Und ich denke mir so, warte mal, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? 10 Leute rennen auf unserem Wagen zu, umzingeln uns so. Marlon macht vorne so die Scheiben runter und die fangen auf einmal an. Was macht ihr? Woher seid ihr? Wohin wollt ihr? Und auf einmal wird meine Tür aufgerissen. Ich bin an der Fahrerseite, die Tür wird aufgerissen. Ich sag so, hey, we don't want problems. Ich zeige ihm mein Handy und sag, wir wohnen hier. Das hier wohnen wir, Der nimmt auf einmal mein Handy. Ich so, okay. Dann sitze ich da noch ganz kurz. Und im nächsten Gegenzug, nee, als erstes wurde Junior, unser Fahrer, rausgebeten. Und ich sehe, wie um Junior 4 Leute sind und wir sitzen so noch drin. Meine Tür ist offen, weil er die aufgerissen hat. Und auf einmal kommt da ein Wish, packt mich und drückt mich, packt mich am Arm, macht diesen Polizeigriff mit einer Hand und stellt mich an die Wand. Ich stehe so an der Wand mit dem Hohlkreuz. Ich war bereit. Ich habe gedacht, jetzt kann was ganz Falsches passieren. Ich schreie Sydney um Hilfe. Sydney, Hilfe, ich stehe hier an der Wand. Weil, Digga, für mich war so, warum bin nur ich hier? Und auf einmal werde ich so abgetastet, dack, dack, dack. Ich schreie Sydney. Da kam nicht ein Mucks aus dem Auto. Kein Cookie, kein Bro, alles gut. Der Mann saß in der Ecke und hat sich nicht bewegt. Wo ich dann aber froh war, auf einmal wurde ich abgetastet, meine Tasche und so wurden weggenommen und ich stehe so an der Wand. Ich stehe an der Wand mit dem Rücken. Ich durfte nicht mal nach vorne schauen. Da sagt Turn. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Also ich schaue die Wand nur an. Ich denke mir, was passiert jetzt? Auf einmal so, ich war so schon sehr glücklich, weil Sydney und auf einmal auch Marlon rausgebeten wurden. Dann war ich ein bisschen froh. Und wir wussten nicht, was abgeht. Plötzlich musste ich meinen Ausweis geben. Ich war so nervös. Ich habe sogar meinen Führerschein mitgegeben. So zittrig war ich. Bap, bap, bap. Führerschein und Perso gegeben und gesagt, hier, nimmt. Nimmt. Ich sag zu denen, ey Jungs, was passiert hier gerade? Wir wollten eigentlich wirklich nur nach Hause. Plötzlich erfahren wir dann irgendwie, Marlon kann, und die fragen uns, kennt ihr die bei dem Haus, das war? Wir sagen, no, we don't know them. Und auf einmal kennen die Marlon. Und auf einmal schreien die aus 20 Meter, ey Marlon! Marlon schreibt, Digga, was denn da passiert? Ich sag, Marlon, wir kennen die nicht, red nicht mit denen. Fängt da an, Marlon auf Deutsch mit denen da rumzuschreien. Ich denke mir so, ach du Scheiße. Lange Geschichte, kurzes Ende. Da war eine Polizeirazzia, weil in dem die Besitzer, die davor drin waren, waren irgendwelche Drogendealer aus England. Und die hatten da voll viel Koks und so im Haus. Und woher wusstet ihr das? Ja, weil Marlon ja die Typen kannte, mit denen er geschrien haben. Die haben ja geschrien.
Und Marlon hat denen dann privat nochmal geschrieben, ey, was ist passiert? Dann haben die das erzählt, dass die halt voll Probleme haben, weil die Vorbesitzer im Haus irgendwelche Drogendealer waren und so, bla bla bla, Koks. Also es waren nicht direkt unsere Nachbarn, aber indirekt unsere Nachbarn. Versteht ihr? Das sind alles Polizisten. Guck mal. Nee, ich stehe an der Wand hier. So, wir waren nur essen? Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren nur was essen. Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Und spanische Polizei, ich habe das Gefühl, mit denen ist wirklich nicht zu scherzen. Die machen keine halben Dinger. Wir haben hier eine schöne Pizza dabei für Jordan. Wir haben noch geschlafen. Obwohl wir nichts gemacht haben, ja, spanische Polizisten, man weiß nicht, die wollen Stress, ich schwöre. Wie toll die uns abgetastet haben, ne? Er fragt, hast du mich nicht nach Hilfe schreien? Ja, das ist auch so krass, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ja, weil ich war draußen, ich mach die. Du warst der Erste, ich dachte, ja. So geil, ich stand schon hier. Und, ja, ich dachte auch, ich muss nicht raus. Ja, ihr saßt da drin und ich war draußen. Nee, Chat, das kann ich nicht vermarkten. Ich wurde rausgeschmissen. Ich wurde so an die Wand gefahren. Wirklich? Ja, wir alle. Einer nach der anderen. Keine Ahnung. Eine Hand war bei mir quer schon. Mach so Teaser, ich gebe euch einen kleinen Teaser. Nach dem Club war irgendein betrunkener Engländer, der war richtig betrunken. Und der wollte irgendwas von mir. Und ich sehe dann plötzlich nur, wie die Polizei parkt, aussteigt und im gleichen Moment der Schlagstock rausgeholt wird und die beiden auf zwei Polizisten auf den einkloppen wie eine Eins. Der meckert mich an. Ja, Digga, wie alle Leute. Batsch. Leute da draußen, ich werde aus dem Auto gezogen. Meine Biologie. Ich werde aus dem Auto. Weißt du warum? Gezogen. Nee, das weiß ich nicht. Ich werde so geparkt, an die Wand gedrückt und ich schreie Signal Hilfe. Ich stehe hier gerade an der Wand und da kam nicht ein Mucks, ein Lebenszeichen aus diesem Bus. Da ist dann soll ich rausgehen und sie wegschlagen oder was? Nein, du sollst sagen, so, chill, that's my friend, he do nothing oder so. Gummischlagstöcke, aber die Dinger tun so weh, ich weiß es nicht und ich will es auch nicht herausfinden. Oh. Tranquilo! Ich hab gar nichts damit zu tun. Ja, natürlich bin ich der Nächste. Ja, seht ihr. Naja. Ich rede hier mit dem Fernglas. Guckt sich das an von außen. Und ihr seht schon, Sonne. Zwar nicht viel, aber endlich mal Sonne. Die Jungs sind gerade joggen, wie ihr gerade gesehen habt. Und wir gehen gleich das erste Mal ins Now. Ach, ich bin gespannt. Die sehen so tot aus. Die Dank, die wir gemacht haben, du hast den Hund, wo wir letztes Mal. Nee. Oder neuen Sprints hoch. Aber oh, richtig hoch, nicht noch bis zu grün. Diese Papiere. Und wenn die letzten, oder? Kann sein, dass ich den Kipchoge nach ein Dings mache. Konkurrenz, oder? Ich renne bald Marathon. Mein Knie hat ein bisschen wehgetan heute, deswegen. So, wir brechen auf. Wir sollen um 2 Uhr da sein, wir kommen leider zu spät. Und sind jetzt alle Dead Body Report vom Joggen. Gucken, ob wir noch hochfahren. Oh. Hoppala. Lebt noch. Oh, mein Leid. Wer schwitzt? Also. Guckt, hier finde ich kompletter Quatsch. Das ist, finde ich, cool, wenn man mit seinem Bro ist. Aktueller Stand. Hier ist super cool, finde ich. Und die Ligen, die wir hatten, super cool. Volles Ding. Die 14 Uhr super. So, der erste Gang zur Toilette, die erste Obli. Schau mal an, was hier so gibt. Übers Wochenende ist irgendwie hier auf dem Wasser, ist das Deck. Da ist so Dings und da sind auch Betten. Ist cool. Ich habe jetzt erstmal Essen bestellt und so, wir chillen. Erstmal kommen an und gucken an, wo es sich hin entwickelt hier. Eigentlich wollten wir heute nicht so viel machen. Hier sind wieder ganz viele Hühnchen auf der Stange. Richtige Hähnchen. Die Hasen. Ich werde jetzt überprüfen, ob der Cheeseburger gut ist oder nicht. Riede! Digga, das muss ich mal sagen, dass die Burger waren so fatal. So fatal, das glaubt ihr nicht. Preis weiß ich gar nicht, aber 25 Euro, also sagen wir mal so, das Billigste von allen da. Das war noch das Billigste. So, ja. Ja, da ist nichts drauf. Das ist nur Fleisch. Ey, ist geil. Die saßen gegenüber von uns, Chef. Das ist nur Fleisch.
Guck, die war gegenüber von uns. Geil, 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 geil. Geiles Frühstück. Can't hear me, I'm so into you. Digga, auf jeden Fall, unsere Nachbarn, Digga, ich habe selten sowas Ekelhaftes gesehen. Da habe ich auch darauf getweetet, ich hasse Koksnasen. Digga, die waren neben uns. Digga, es war ekelhaft, ekelhaft. Seht ihr, wie er sich langsam fühlt? Okay, es fängt langsam an. Das ist schön hier. Obli, obli. Guck mal, wie Hasen. Wie Hasen-Chat. It's poppin. Sehr voll heute. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Sie muss, glaube ich, gefühlt alle 10 Minuten auf Toilette. Ja, guck euch das mal an. Ja. 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 Das ist ja Freitag. Hey, tell me, Sid. Willi, mich tut's extrem. Sidney, mach dir keine Sorgen. Ich hab grad mit Elders telefoniert. Haben die Faroon angemacht? Ich hab den DJ Gate gegeben. Sidney, Dead Body Report. Guck mal, immer wenn irgendwas Krasses kommt, dann kommt so eine Pause und dann wird so, keine Ahnung, was die da machen. Da wird dann mit Rauch und so die Flaschen angebracht. Help me! Polan. Guten Morgen! Ja, guten Morgen! Hier sind so viele Deutsche. Ja, was denn? So viele Österreicher und Deutsche, sagen wir so. Ja, was denn? Antikoschen, scheiß Juchse. Hier sind so viele, die immer sagen, ich bin in der Mannschaft von Ermin. Bruder, wie viele seid ihr in der Mannschaft? Liebe Grüße an Eldin und Ermin. Ja, Ermin, Eldin, ihr seid die größten Legende, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Das geht sich eh auf. Sicher, es geht sich eh auf, Freunde. Freunde, es geht sich eh auf. Komm on. Los, Männer. Aufs Leben. Einfach mit Restos. Diese Lockere. Wir holen die. Komm on, Bruder. Freunde! Elvin! So geil, ey! Aber Samstag war viel voller. Das lang! Moin! Sorry! The fire, shut up, we leave a star. I got girls that are keeping in the dark. I got my knees for sleep, live a large. She want it. Pachaka chaka, 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 pachaka chaka, chaka, pa, 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 chaka, pa, chaka, pa. Chicka pa 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 chicka ra chicka da chicka do 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 do. Ja, was soll ich euch erzählen? Ist schlecht, Chat? Frag nur. Der Mann hat 1 Million Streams auf Spotify. Ah ne, jetzt guckt er blöd, ne? Guck mal das da an. Hier ist Treffpunkt für alle Schwarzen aus Deutschland. Ist hier. Black Nation! Digga, es gab irgendwann dann eine Zeit, alle waren bei uns. Alle, jeder. So, hier neigt sich langsam dem Ende zu.
Ist schon lit für Freitag, ist super. Also alle, die hier sind, sind richtig viele Deutsche, wie man sieht. Ich chill auch mit denen. Put your hands on me. Sag mal, alle, die hier sind, ich hab nicht so viel versprochen. Sind alle zufrieden. Guck mal. Digga, zweiter Tag war viel krasser, fällt mir gerade auf. Ja! Und haben euch die Mädels als Geldbeutel genutzt oder standgehalten? Digga, bei allem Respekt, ich gebe da nicht in der Intention Geld aus, weil ich irgendeine Frau beeindrucken möchte oder so. Ich richte mich, Cap, Bro, no Cap, David, no Cap, no Cap. Also bei allem Respekt, wenn irgendeine Frau zu mir kommt und sagt, ey, wir wollen das und das, dann sage ich, schließ mal die Augen und genau das bekommst du. Digga, wenn wir was bestellen, dann bestellen wir was, weil wir das wollen. Das heißt, keine Ahnung, wenn wir was trinken wollen, dann trinken wir das. Aber Digga, das ist mir scheißegal, ob die eine Tequila oder das mehr will. Sehe ich aus wie ein Weihnachtsmann? Sehe ich aus wie ein schwarzer Weihnachtsmann? Ich glaube nicht. Also da kommen nur Gutaussehende rein. Mein Bruder, du bist auf deine Art und Weise bist du wunderschön. Deswegen probier dich nie irgendwo an das Gesellschaftsbild zu orientieren. So. Geh mal so in den Club ohne Geld. Geht. Sangria. Sangria. Sangria, Sangria, hermano. Sangria. Sangria. Ey, ohne Mundo Sangria. Sangria. Sangria, papi. Hola. Sangria, oh no. Sangria, mami. Sangria, mami. Ja, klar. Geht das, mein Bro. Klar geht das. Ding ist over. Ich hab mein Handy verloren, glaube ich. Willi, dein Bro hat auf dein Handy aufgepasst, weil Sidney an dem Abend gut unterwegs war. Habe ich Sidney sein Handy genommen, weil das sonst irgendwo lag. Jemand von dem. Scheiße, ja. Okay, ich hab's wieder, alles gut. Junö. Einfach alle Deutsche, ja, ich schwöre. Hallo, Holi. Hallo, Jantado. Hallo, Matayo. Matayo. Ja, also für Now auf dem Freitag, auf dem ersten Tag, war das super. Also ich muss sagen, Now kriegt einen Daumen nach oben. Trotz langer Pause, trotz schlechtem Wetter, relativ schlechtem Wetter, war noch gut. War ein sehr cooler Abend. Alle Deutschen haben sich, glaube ich, bei uns versammelt am Ende. War sehr lustig. Ist jetzt kein crazy Vlog oder so. Also kommt noch ein Urlaub oder schon bald Vorbereitung? Stand jetzt habe ich keine Vorbereitung, weil ich keinen Verein habe. Aber ich fliege noch einmal in den Urlaub. Aber kein Partyurlaub oder irgendwie, sondern einen Urlaub mit der Familie, wo ich meine Familie 6 Tage nehme und nach Kreta fliege. Wie wir es aus Marbella letztes Mal kannten, aber trotzdem sehr cool, muss ich sagen. Wir gehen jetzt noch was essen heute, ins Voodoo wieder und chillen wir. Und morgen gehen wir, glaube ich, wieder in die alte Wirkungsstätte. Oder meine Haare gehen auf, ja, scheiße. Ich lege mich jetzt noch ins Bett. Ich versuche ein bisschen Körner zu sammeln, leg mich hin, chill meine Eier und lass mich später nochmal. Ich hab richtig Hunger. Ich hab heute nur einen schlechten Cheeseburger gegessen. Im Now und ein bisschen Pommes. Und ich hab richtig Kohldampf. Und bei mir Kohldampf ist nicht gut. Du willst nicht als Sidney haben, der hungrig ist. Essen ist schon unterwegs, aber wir gehen trotzdem nochmal später ins Now. Aber.
Schlafi, schlafi. Als kurz ein Nickerchen. Die anderen Jungs sind auch schlafen. The coupe came with a masseuse. They mean to seize my side. Yeah, yeah, yeah. Oh, wir sind back im Voodoo. Und ich hab Hunger. Ey, hab Hunger. Sag mal, wie es hier aussieht, qualitätsmäßig. Ah, geht, bin ich. Ja, geht. Ja. Ich hab so Hunger. Ich hab heute noch nichts gegessen. Das ist nur eine Uhr. Der Scheiß. Ich muss sagen, ich fand Voodoo sehr lecker. Das war nicht so, meinst du? Doch, also ich fand's cool, die Location ist cool, dass da immer laut Musik läuft und so, aber ich sag überteuert. Geisteskrank überteuert. Hast du danach kein schlechtes Gewissen? Doch, Faruk. Und ich sage ja auch nicht, dass das normal ist, dass das sich so gehört und dass das auch mal so geht. Aber, mein Schatz, ich mache nicht die Preise. Also, das ist nicht meine Bar, das ist auch nicht meine Speisekarte. Und das ist nicht so, dass wir irgendwie komplett übertrieben haben. Wir haben halt einfach gegessen. So, das war's mit dem Vlog von heute. Bin richtig im Arsch. Es ist 2 Uhr, ich guck jetzt fein jetzt im Bett. Ja, war ganz cool heute. Irgendwie. Verroom Baby! Bayer wurde zu Deutschland. Eigentlich ist Marbella so ein richtiger Engländerort, aber Bruder, ich schwöre, jeder war deutsch bei uns. Jeder. Irgendwie über Ecken kannte man irgendwelche Fußballer, bla bla, was auch immer. Im Endeffekt war es ganz lustig. Guck mal, was wir morgen machen. Wir wollten, glaube ich, mit Faroon zusammen gucken, ob wir noch irgendein Bett bekommen, weil Samstag genau ist ausgebucht. Und da müssen wir schon gekümmert natürlich. Müssen wir schauen. Ich bin aber richtig in Arsch. Keine Ahnung, ob ich morgen Kraft habe. Deswegen auch schon mal Dankeschön für den Support beim Malle-Vlog. Ich habe den mir immer noch nicht angeguckt. Ich kann es nicht über mein Herz bringen. Aber ich sehe die Zahlen. Deswegen vielen, vielen Dank. Lasst auch hier gerne ein Like da, kommentiert irgendwas für den Algorithmus und ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, du willst mich nehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Digga. Yes, baby. Sollen wir noch die letzten Part schauen? Lasst Liebe da, no cap. 1, 2, 2, Mr. Nice Guy, ist so High School Musical American Pie.